Kinder glauben, wenn die Eltern etwas sagen. Und ich glaube, genau gleich dürfen wir wieder anfangen glauben. Wenn unser Vater uns im Himmel etwas verspricht, wenn Gott sagt, ich will dich dort verändern, ich will dich dort heilen, ich will dich dort weiterbringen, ich habe einen Plan für dein Leben und ich will schlussendlich alles, alles, was du in deinem Leben erlebst, zu deinem Besten wird dienen, dann ist das eine Verheißung, wo wir daran festhalten dürfen, wo wir daran glauben dürfen. Ich möchte dich jetzt recht herzlich begrüßen. So genial hast du eingeschaltet und bist du ein Teil dieser Predigt. Wir sind überzeugt, dass genau diese Predigt heute Morgen zu dir wird reden. Tu dein Herz auf für das, was Gott auch gerade durch das Podcast zu dir will sagen. Geben wir all denen, die mit dem Podcast schauen, einen recht herzlichen Applaus. Heute möchte ich ein paar Gedanken zum Thema «Erinnere dich an Gottes Verheißungen mit euch» teilen. Ich bin überzeugt, Gott hat Verheißungen über unserem Leben. Wir haben vielleicht auch schon gehört oder auch gelernt in unserem Leben, dass Gott einen Plan hat und dass Gott ganz viel Gutes immer wieder für uns parat hat. Doch wenn manchmal schwere Zeiten kommen, Stürme in unser Leben, Herausforderungen oder es nicht so vorwärts geht, wie wir uns ausgemalt haben, Gebet nicht gerade so schnell erhört werden, wie wir uns gewünscht haben, kann sehr schnell gehen und wir vergessen, all die Verheißungen, die Gott über unserem Leben ausgesprochen hat. Wir vergessen all das Gute, das Gott noch parat hat. Und wir sind in Gefahr, das Wunder zu verpassen, nur weil wir vergessen und durch das auch den Glauben verlieren. Wir lesen sogar in der Bibel, wie Beter, Männer und Frauen, die im Namen von Gott für sein Volk einstehen, dazu ermutigt werden, sogar Gott an seine Verheißungen daran zu erinnern. Wir lesen im Jesaja 62, 6 und 7. Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, die den Herrn Tag und Nacht an seine Versprechen erinnern sollen. Ihr Wächter, hört nicht auf zu beten, nicht einen Augenblick. Gönnt euch keine Ruhe, lasst Gott auch keine Ruhe, bis er Jerusalem wieder aufgebaut hat und die Stadt auf der ganzen Erde bewundert wird. Prophetischer Ausdruck, den man bis in die heutige Zeit nehmen könnte. Wir sind herausgefordert, für sein Volk, für Israel zu beten. Wir sind herausgefordert, Gott daran zu erinnern, dass er sein Volk wieder wird heimholen und wieder wird aufrichten. Aber spannend ist, wie der Schreiber hier sagt, wir sollen Gott an das Versprechen, dass er sein Volk wieder wird herstellen, daran erinnern, dass er das verheißen und versprochen hat. Lange Zeit im Alten Testament, Abraham im 1. Mose 12, hat Gott zum Abraham gesagt, ich werde aus dir raus ein Volkland stehen, das so zahlreich wird sein wie die Sterne am Himmel. Und du wirst leuchten in die ganze Welt raus und die ganze Welt wird anhand von dir können sehen und erkennen, wie grossartig, mächtig, liebend und gut ich bin. Jetzt liebe ich, wie hier der Schreiber seiner Beter daran erinnert und sagt, sie sollen Gott an sein Versprechen erinnern. Ich habe mir dann so überlegt, als ich das so gelesen habe, ja, müssen wir Gott an ein Versprechen erinnern? Vielleicht, weil es vergessen könnte. Sie sind herausgefordert, Gott immer wieder zu sagen, «Gau Gott! Du hast dir dann im Mose, im Abraham gesagt, dass du dein Volk wieder herstellen wirst, dass du Jerusalem wieder aufrichten wirst. Weil es könnte ja sein, dass es vergisst, Gott. Nein, ist absolut nicht weg dem. Wenn wir ganz ehrlich sind in der Bibel schauen, Gott hat noch nie ein Versprechen vergessen. Gott hat noch nie etwas nicht erfüllt, was er gesagt hat. Gott muss eigentlich nicht erinnert werden an das, was er schenken will. Aber warum lesen wir denn das so hier? Ich glaube, es ist aus einem einzigen Grund. Durch das, dass wir Gott erinnern daran, was er uns verheißen hat, tun wir uns selber daran erinnern. Und durch das wächst wieder Glaube in unserem Leben. Wir merken plötzlich, ah ja, Gott hat mir verheißen. Gott hat mir versprochen. Gott hat mir zugesagt, dass ich geheilt werde. Gott hat mir vor Jahren mal gesagt, dass ich das oder dieses noch werde erleben oder das noch tun kann. Oder dass das meine Kinder noch werden erleben oder meine Kinder zurück zum Glauben an Gott werden finden. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Versprechen. Und je mehr, dass wir Gott wie erinnern daran, oder anders gesagt, uns wieder daran erinnern an die Versprechen, die er uns hat gegeben, wird der Glaube
wachsen in uns innen. Darum möchte ich uns heute Morgen ermutigen, nicht nur immer in unseren Gebet zu sagen und zu formulieren, was alles nicht gut läuft. Ich weiss, wir sind Weltmeister. Unser Gebet anzufallen, zu sagen, Gott, du siehst, ich habe hier ein Problem. Hier läuft es nicht rund in meinem Leben. Und meine Frau oder mein Mann macht einfach nicht, was er sollte oder will oder wie es laufen sollte. Darum haben wir so Probleme in unserer Ehe. Und wenn die Kinder nur ein bisschen anders wären, dann könnte ich viel besser schlafen in der Nacht. Weil es ist so mühsam, wie sie bäcken. Und dann, wenn sie nicht mehr bäcken, dann kommen sie in die Pubertät. Und dann kommen sie spät heim und dann ist wieder wach. Und irgendwie merkst du plötzlich, es ist alles ein Kreislauf vom Leben. Bis dann bei den Grosskindern angelangt bist, nur die kannst du dir zurückgeben. Ich weiss, wir sind Weltmeister im Verzählen, im Klagen und Gott sagen, was er alles noch tun soll und was er alles noch machen könnte. Aber wenn du uns ermutigen, mit Gott an seine Versprechen erinnern, hört eigentlich verheißungsvoll auf. Wir hören ihm Danken auf. Und wir sagen zu Gott, zumindest am Schluss von unserem Gebet, danke Gott, du siehst meinen Schmerz. Du siehst meine Herausforderung. Aber ich danke dir, dass wir in der Bibel lesen, dass ich und mein Haus dem Herr werden dienen. Dass meine Kinder zurück zu dir werden finden. Dass ich und mein Haus von Segen zu Segen werden gehen. Ich danke dir, mein Gott, hast du so viel Gutes für mich noch parat. Und da drinnen sind uns eigentlich Psalmen. Ein unglaubliches Vorbild. Psalmen, wenn wir die ein bisschen lesen oder auch eintauchen, dann sehen wir immer wieder, dass die Leute anfangen in ihrer Situation. Sie von Gott anfangen zu erzählen, wie es ihnen geht, was alles nicht rund läuft, wo sie gefangen sind, wo sie am Kämpfen sind. Aber dann baut sich das Ganze auf und am Schluss hört es auf, eigentlich meistens immer, mit einem unglaublichen Feuerwerk von der Grösse und von den Verheißungen von unserem Gott im Himmel. Habe ich zwei Beispiele mitgebracht. Psalm 64 lesen wir, wie er anfängt. Du sagst, Gott, du hör doch bitte mein lautes Klagen, mein lautes Rufen. Mein Schmerz ist so hart und es ist so schlimm in meinem Leben. Die Finden trachten gegen mich und so weiter. Und dann lesen wir, was alles nicht rund läuft. Aber dann gegen Schluss lesen wir, wer dem Herrn die Treue hält, wird bei ihm Freude und Zuflucht finden. Jeder, der ihm vom Herzen gehorcht, darf stolz und glücklich sein. Er hört auf und sagt, auch wenn es nicht rund läuft in meinem Leben, ich habe einen Gott an meiner Seite. Und wenn ich arbeite, an dem Gott im Himmel festzuhalten, werde ich Glück finden. Ich werde wieder Zufriedenheit finden. Und an dem habe ich mich fest. Oder Psalm 69, der schreibt so schlimm, hilf mir Gott, sagt er. Die Fluten in meinem Leben, die mich herausfordern, stehen schon bis zur Halskehle auf. Ich bin kurz vor mir ertrinken, jetzt ist er gerade fertig, jetzt ist er gerade vorbei. Aber dann lesen wir, doch ich betete zu dir, Herr. Herr, hilf mir in der Stunde, die du bestimmst. Gott weiss, wenn das Rettung wird schicken. Gott weiss, wenn das Wunder wird kommen. Gott hat das Wunder, sagt jeder Psalmist, eigentlich schon vorbereitet. Gott hat den Durchbruch schon parat. Hilf mir zu vertrauen, weil du bist so reich an deiner Güte. Darum erhör mich, du bist der Retter und auf dich will ich mich verlassen. Und so dürfen auch wir unser Gebet mit dieser Verheißung anfangen, beenden. So dürfen wir hören, mit diesen Versprechen, die Gott uns gibt. Und ich glaube, ich bin überzeugt, wenn wir es schaffen, unser Gebet nicht mit einem Klagepsalm aufzuhören, sondern mit einem Lobpreis von unserem Gott im Himmel, werden wir ganz anders in den Alltag rausgehen. Ich persönlich habe vor Jahren lernen, meine Gebete zu ändern. Weil ich war ganz gut drin, Gott zu erzählen, was er alles noch tun könnte. Was man alles noch anders machen könnte, wo sie anstehen, wo sie ein Wunder brauchen, wo das Gott helfen könnte. Und wenn ich nicht aufgepasst habe, mich verloren im Klagen und manchmal sogar vielleicht auch ein bisschen im Motzen und Ausrufen. Aber könnt ihr euch vorstellen, wie wenn du nachher am Schluss Amen sagst, vielleicht noch schnell die Wille, gell, soll geschehen, Amen, jetzt gehe ich in diesen Tag und diesen Tag. Gut, dann gehst du anders in diesen Tag. Dann begegnest du anders der Frau, bevor du zur Haustür rausgehst. Dann begegnest du anders den Kindern, die bäckend und schreiend heimkommen von der Schule, weil sie irgendwie ungerecht behandelt wurden. Aber stell dir vor, wie du deinen Kindern begegnest, wenn du mit Glauben und Enthusiasmus und mit Lobpreis aus deinen Gebeten rausgehst und sagst, mein Gott hat einen Plan, mein Gott ist gut, mein Gott hat alles in seiner Hand und nichts ist unmöglich dem, der glaubt. Ach, Kind, hast du ein Problem in deiner Schule? Mein Gott ist gross, deiner ist auch gross.
Karl-Philipp, ich weiß nicht gerade genau so reagieren, aber du wirst reagieren mit Glauben, weil du selber Glauben gefunden hast. Darum hat uns ermutigen, deine Gebete anfangen zu ändern, wenn du vielleicht auch noch beim Klagen und beim Motzen bist. Bei mir war ein Schlüssel, können zu erkennen und zu begreifen und zu verstehen, dass Gott mich ja kennt. Gott weiss, wer ich bin. Gott hat mich geschaffen. Gott weiss auch, was ich brauche. Und Gott weiss, welcher Wunder schon auf dem Weg parat liegen für mich. Gott hat alles parat. Wir lesen in der Bibel, dass er schon im Bauch von unserer Mutter, schon bevor wir im Bauch von unserer Mutter sind, jegliche Tage von unserem Leben festgehalten hat. Das hat mir geholfen, easy zu werden. Weil ich ja immer Angst hatte, wenn ich dann irgendein Anliegen Gott nicht sage, irgendein Gebetsanliegen nicht formuliere, könnte es dann sein, dass ich es verpasse, weil es ja Gott nicht gehört hat von mir, dass er dort noch helfen sollte. Dann habe ich gemerkt, nein, Gott weiss ja, wer ich bin. Gott hat mich geschaffen. Gott weiss, was ich brauche. Gott hat alles parat für mich. Er hat schon alles festgelegt für mich. Darum habe ich gelernt, anfangen, danken. Und je mehr habe ich angefangen zu entwickeln, dass meine Gebete nicht mehr 90% Klagepsalmen sind und nur noch 10% danken, sondern ich habe mich angefangen zu verändern. Etwa 90% meiner Gebete bin ich am Danken und nebenbei bin ich noch schnell am Sagen, du hast ja gesehen, dort haben wir das Problem, aber eigentlich ist das deins. Und du schaust, du hast mich geschaffen, du hast mich kreiert, du hast einen Plan für mein Leben, ich danke dir, hast du Lösungen parat, ich danke dir, bist du auf meiner Seite, ich danke dir, bist du für mich. Und wenn wir jetzt den Leuten sagen können, wieso bist du so positiv, sage ich, ich bin nicht immer so positiv gewesen. Ich bin sehr ein pessimistischer Mensch gewesen. Aber ich habe gelernt, positiv zu werden, indem ich anfangen, anders gelernt zu beten. Und wenn du vielleicht heute Morgen da bist und merkst, ja, du hast Mühe mit einer positiven Haltung. Du hast Mühe, weil du eigentlich sehr ein pessimistischer Mensch bist. Vielleicht sogar ein Mensch, der immer nur vom Schlechten oder vom Negativen ausgeht. Könnte es vielleicht damit zusammenhängen, dass deine Gebete auch so prägt sind. Dann möchte ich dich heute ermutigen, fang doch an, mal deine Gebete zu ändern. Statt immer Gott zu klagen und zu erzählen, was nicht gut ist, fang Gott an zu erzählen, was er alles noch wird tun. Was er alles noch bewegen kann. Tu ihm anfangen zu danken für die Wunder, die noch warten auf dich. Und tu aussprechen, wer und was du in den Augen von Gott bist. Und du wirst ganz anders in deinen Alltag starten. Ich denke, wir müssen lernen, wie in den Psalmen, unser Gebet mit einem Lobpreis und mit einer Proklamation von der Grösse und von der Macht von Gott aufzuhören. Gott und uns selber wieder daran zu erinnern, an das, was er für uns tun will. Dazu ist mir eine Frau, eine Geschichte von einer Frau, die ich vor kurzem gelesen habe, zu einem Vorbild geworden. Es ist eine Frau, die sich mit ihrem Mann nichts Ähnliches gewünscht hat, als irgendeinmal auch eine Familie zu haben. Sie sind einfach nicht schwanger geworden. Sie hat alles probiert, als Ehepaar. Sie haben verschiedene Abklärungen gemacht, Arzttermine und was man alles noch unternehmen kann, für vielleicht doch noch schwanger zu werden. Eines Tages waren sie wieder beim Arzt. Und der Arzt schaut sie an und sagt zu ihr, dass sie aus der Sicht der Medizin nichts mehr machen können, um ihnen diesen Wunsch zu erfüllen. Die Geschichte hat gelesen. Und statt dass die Frau dann depressiv wurde, Gott hat angefangen anklagen, die Hoffnung hat aufgegeben, hat die Frau ganz etwas anderes gemacht. Sie hat eine biblische Liste angefangen erstellen mit allen Versen, die sie findet über die Mutter sein. Sie hat alle Versen herausgesucht, die in der Bibel geschrieben sind über Mutter und Kind. Und hat die Versen aufgeschrieben und hat sie am Spiegelschäftchen aufgehängt. Und jeden Morgen, wenn sie sich frisch gemacht hat, hat sie eigentlich nichts anderes gelesen, als es heisst in der Bibel, dass Gott die unfruchtbare Frau zu einer glücklichen Mutter von Kind wird machen. Oder sie hat zu sich gesagt, es heisst in der Bibel, dass Kind ein Erb vom Herr werden sein. Oder Psalm 128 sagt, das Kind wie Olivenzweig um die Tisch werden sie. Oder im 5. Mose steht, die Frucht deines Lebens wird gesegnet sein. Statt dass sie sich beklagt hat sie angefangen, Verheißungen aussprechen. Sie ist in die Bibel eingetaucht und hat geschaut, was in der Bibel steht, zu ihrer Verheißung, die sie tief im Herzen gespürt. 7 Jahre lang hat sie jeden Morgen die Verse angeschaut und hat gesehen, was in der Bibel steht über ihre Muttersein, was sie nicht sein konnte. Nach 7 Jahren bekommt sie unerwartet einen Telefonanruf von einer Freundin, die sie schon lange nicht mehr gesehen hat. Die Kollegin ruft an und sagt, ich weiss, wir haben einander schon lange nicht mehr gesehen. Aber weisst du, ich leite jetzt
ein Heim für jugendliche, junge Frauen, die aus dem Leben rausgerissen werden, ungewollt schwanger werden und mit dem Leben nicht mehr zu Schlag kommen. Und jetzt habe ich eine junge Frau, die mit Zwillingen schwanger ist. Und sie kann sie nicht aufziehen. Und ich weiss auch nicht, warum du mir in den Sinn bist gekommen. Aber ich dachte, vielleicht wäre das etwas für dich. Willst du nicht die Zwillinge mit deinem Mann zusammen adoptieren? Das Lustige ist, sie haben sich immer gewünscht, mal Zwillinge zu haben. Den Wunsch hat Gott erfüllt. Einfach etwas anders, als sie gedacht haben. Sie haben die Zwillinge adoptiert, darauf aber noch einen jungen Giel auch noch adoptiert. Und heute sagt die Frau, Gott ist so gut. Er hat mir 3 Kinder geschenkt, ich nicht einmal schwanger werden müssen. Was wollte ich damit sagen? Und manchmal macht Gott das Wunder anders, als wir uns vorgestellt haben. Aber wichtig ist, wie gehen wir in der Zwischenzeit mit unseren Sehnsüchten um? Gehen wir Gott auf? Klagen wir Gott an? Sagen wir zu Gott, warum Gott? Oder können wir uns vom Klagen lösen und können uns wieder daran erinnern, an das, was Gott uns verheissen und versprochen hat. Und vielleicht bist du auch hier dran, jetzt in deinem Leben so eine Liste zu erstellen. Eine Liste von den Verheißungen, die Gott dir gegeben hat. Eine Liste, die du vielleicht auf dein Handy schreibst. Immer wenn der Computer aufschaltest, tut dich die Liste begrüßen. Mit den Aussagen von all dem, was Gott dir versprochen hat. Vielleicht schreibst du in ein Tagesbuch ein oder vielleicht auch an dein Spiegelschäftchen. Ich weiss, wenn wir krank sind, dann ist es ganz einfach, Google zu konsultieren. Kollege, jung, wie ich, in meinem Alter, jung noch, wirklich jung, schon gleich 50 beide, hat mir vor kurzem gesagt, Könum, ich habe etwas mit der Vergesslichkeit gehabt. Ich habe 2-3 Sachen vergessen in meinem Leben. Und dann bin ich googeln. Und Könum, das Schlimmste, was ich machen konnte. Laut dem Google bin ich gerade in ein paar Wochen Alzheimer krank. Bin im Spital oder in einem Altersheim und nicht mehr lebensfähig. Ich habe aufgehört zu googeln und habe mich stattdessen der Verheißungen von Gott fest. Das hat er mir nicht vor ein paar Wochen erzählt, sondern vor ein paar Jahren, muss ich noch sagen. Und er ist also immer noch nicht im Altersheim, auch nicht Alzheimer, ist immer noch tipptopp zu Weg. Schau, was ich damit sagen will, wir sind so schnell bei Google. Hast du irgendwo ein Grippeli, irgendwo ein Näseli, das läuft, irgendwo ein Fieberli als Mann, als Frau vielleicht ein bisschen mehr, dann gehst du aufs Internet. Und dann schaust du, was daraus passieren könnte. Und wenn du nicht aufpasst, dann bist du stungen, am Verbraten und liest nur, was alles Schlimmes dich erwarten könnte. Plötzlich liest du von Grurgrossmutter, wenn sie das hatte, wirst du das so haben und. Und am Schluss bist du schon im Spital und du bist noch überhaupt nicht krank. Was wollte ich damit sagen? Tun wir doch statt Google vielleicht auch mal Bibel konsultieren. Statt x Stunden auf dem www zu verbringen, vielleicht auch mal Bibel aufschlagen. Statt zu schauen, was Google uns sagt, könnten wir doch auch das Wort von Gott vornehmen. Und schauen, was Gott über unsere Krankheit sagt. Schauen, was Gott über unsere Not sagt. Über unsere Probleme, über unsere Sucht oder über unsere Sorgen. Und dann lesen wir Sachen wie, wenn der Sohn euch frei macht, dann seid ihr frei. Dem, der glaubt, der wird erleben, wie das Unmögliche wieder möglich wird. Wir werden Sachen lesen, wie der Krank wird gesungen. Der Krank darf rufen, ich bin geheilt. Wir lesen von einem Gott, der nichts unmöglich ist, der zu uns auch der Bibel sagt. Wir können zu diesem Berg in unserem Leben sagen, weich, und er wird weichen. Wir werden von einem Gott lesen, der uns 10-mal, 100-mal mehr versorgt als Blumen auf dem Feld oder Vögel in der Natur. Und wir lesen von einem Gott, der uns immer alles wird geben wird, was wir brauchen. Und immer schlussendlich alles zu unserem Besten wird dienen. Und je mehr wir arbeiten, auf Gott und seine Verheißungen zu schauen, wird umso mehr Glauben geweckt in uns. Und je grösser der Glaube ist, umso mehr kann das Wunder oder umso schneller kann das Wunder in unser Leben kommen. Weil der Glaube ist der Schlüssel, wir können zu erleben, wie unsere Verheißungen wahr werden. Darum sollten wir uns immer wieder daran erinnern, was Gott uns versprochen und verheißen hat. Ich weiss, wenn wir ganz ehrlich sind, auch heute Morgen, Glauben macht nicht immer Sinn. Glauben macht selten Sinn. Wir verstehen auch nicht immer, weil wir ja an Sachen glauben, die sichtbar noch nicht da sind. Aber wir spüren tief in unserem Herz, Gott will dir das Wunder tun. Die Welt wird uns sagen, das geht nicht. Aber Gott in unserem Herz sagt, glaub daran. Ich sehe einen Weg, auch wenn wir keinen sehen.
Weil wir Menschen denken immer im menschlichen Denken, unser Gott aber im göttlichen, anders gesagt im übernatürlichen Denken. Und sein Denken ist nicht limitiert. Er hat keine Grenzen. Unser Gott im Himmel hat die ganze Erde, das ganze Universum, alles geschaffen. Und wir lesen ihm, er hat es in seinen Hang. Und er kann nur mit einem Finger schnippen. Unglaubliches verändern in unserem Leben. Er kann Sachen in die Ordnung bringen, die wir nie arbeiten würden. Und er kann uns aus Sachen herausholen, die wir schon lange aufgegeben haben oder weltlich gesehen gar nicht möglich ist. Er hat zum Beispiel die drei Freunde von Daniel, einem Mann aus der Bibel, davon bewahrt, bei lebendigem Leib verbrannt zu werden, wo sie als Strafe in einen Feuerofen geschossen wurden. Ein Engel ist zur Seite gestanden, so dass sie die Zeit im Feuer überstanden haben. Wir lesen zum Beispiel auch, wie Zara, eine andere Frau aus der Bibel, noch mit 90 schwanger ist worden, obwohl sogar in der Bibel steht, dass es unmöglich ist, dass sie noch Eltern werden. Er hat für sein Volk das Rote Meer geteilt, so dass sie trockenen Fusses auf die andere Seite können. Und er sogar noch zuschauen können, wie sie in ihrer Finde vernichtet wurden. Er hat zum Beispiel unsere Kirche, manchem Ehepaar, wo man hat gesagt hat, dass es nicht möglich sein wird, dass sie Kinder bekommen. Kinder anfangen zu schenken. Er hat andere von Krankheit, auch gerade in unserer Kirche, geheilt, die eigentlich damit hätten müssen, lernen zu leben. Wiederum andere haben erlebt, auch gerade in dieser Kirche, wie sie während einer Krebsoperation oder während einer Operation von einem Tumor begleitet wurden. Gott auf ihrer Seite war und sie gesund und geheilt aus dieser Operation heraus können. Darum, glaube ich, ist es wichtig, dass wir uns immer wieder entscheiden, unser menschliches Denken loszulassen und uns auf den Gott einzulassen, der heute Morgen sagt, schau, mir ist nichts unmöglich. Egal was die Welt, egal was die Franken bricht, egal was seine Umstände oder die Menschen in deinem Umfeld sagen, unser Gott sagt, wem glaubt, dem ist nichts unmöglich. Ich bin an deiner Seite. Ich habe Wunder parat. Hab an diesen Verheißungen fest und erinnere dich immer wieder daran, was Gott dir versprochen hat. Lese in der Bibel darüber. Schreib auf, was Gott dir zugesagt hat. Weil wenn wir sie vergessen, die Verheißungen, verpassen wir oftmals so das Wunder. Das sehen wir auch so schön an dieser Geschichte in der Bibel 2. Könige 7. Wie das Volk von ihnen finden, angegriffen. Die ganze Situation sieht schlimm aus und man hat das Gefühl, es ist jetzt gerade vorbei. Kein Essen mehr, fast nichts mehr zu trinken, kurz vor dem Hungertod. Und dann kommt der Prophet Elisa in diese Situation eine Prophezeiung. Und er sagt zu den Leuten dort, die dort stehen, ohne Hoffnung, ohne Zukunftsperspektive, ohne irgendwo einen Funken und Hoffnung auf eine Veränderung, sagt er zu ihnen, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit sind im Tor von Samaria 5 Kilo Weizenmehl und 10 Kilo Gerstenkörner für ein Silberstück zu kaufen. Etwas, was vorher unmöglich war, sagt Elisa, wird morgen um diese Zeit möglich sein. Und dann sagt der Offizier vom König zu Elisa, der Offizier, der den König begleitete, gab zurück, das ist unmöglich. Genau. Selbst wenn der Herr Fenster in den Himmel machen würde. Also sogar dann geht das nicht. Das ist einfach nicht möglich. Punkt, Elisa. Halt einfach die Mund, das geht nicht. Der Elisa, ganz easy geblieben, sagte zu ihm, du wirst es mit eigenen Augen sehen, aber nicht mehr davon essen. Punkt. Ja, ich habe mir jetzt überlegt, als ich das so gelesen habe, ich dachte, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, ich hätte es nicht einmal gesehen und vorher noch gestorben. Gut, das ist ein Tag. Wir reden hier nicht von Jahren. Ein Tag. Er sagt, morgen um diese Zeit wird das Wunder passiert sein. Jetzt passiert etwas, was alle nicht gewusst haben. Es hat nämlich 4 Leprakranke gehabt, die ausgeschlossen wurden aus dieser Stadt, dass sie die anderen nicht anstecken. Sie sind einfach vor der Stadttür gehockt, vor dem Tor, das zu war. Sie wussten, unser Leben ist eigentlich vorbei. Ich dürfen wir nicht. Das Essen gibt es dort auch nicht. Und wenn wir finden können, sind wir die Ersten, die sterben. Sie sind gehöckelt und wir lesen in der Bibel, sie ein diskutiert haben, was wir jetzt noch machen mit dem Rest des Lebens. Dann sagt der eine zum anderen, komm, wir schalpen mal ins Lager vom Find. Vielleicht finden wir noch etwas zu essen auf dem Weg dorthin. Vielleicht finden wir beim Find etwas zu essen. Umkommen werden wir eh. Also glaube ich, die nicht grossen gehabt. Aber sie sind losgezettelt. Und dann lesen wir in der Bibel, dass Gott der Klang von ihren Schritten so laut vermehrt hat, dass die Finde im Lager gemeint haben, es kommen eine Riesenarmee auf sie zu. Ich liebe so Geschichten.
Hey, musst du dir das mal vorstellen? 4 Kranke ohne Hoffnung, die Schalpen ins Lager vom Find. Und ich weiß nicht, ob die leidenschaftlich in das Lager gelaufen sind. Ich habe mir fast gesagt, ja, gescherbert, wenn wir halt, gehen wir halt, komm, das machen wir, ja, ich weiss es nicht. Aber Gott hat gesagt, das lenkt mir, das Schlärpeln von diesen 4 lenkt mir, ich brauche nicht mehr. Und er braucht er auch manchmal in unserem Leben nicht mehr. Manchmal lenkt das Schlärpeln im Glauben, aber wir haben noch Glauben. Versteht ihr, es braucht nicht viel. Gott kann es vermehren. Wer jetzt vermehrt das Schlärpeln so, das befindet, meint, hey, es kann mal mehr, die fluchtartig das Lager verlassen. Hey, alles Essen liegen, alle Zelte liegen, alle Schlafsäcke liegen, alles liegen, was sie hatten, sind einfach davon gesäckelt. Jetzt müsst ihr die 4 Leprakranken vorstellen, in das Lager kommen. Ah, oh, es hat zu essen. Aber sie waren so gute Kranke gewesen, obwohl sie ausgestossen worden von ihrem eigenen Volk. Ich habe zuerst mal gegessen. Gehen sie zurück. Und dem Volk gehen sagen, finden sie weg. Es hat ganz viel zu essen im Lager. Und dann lesen wir, was passiert. Den hohen Offizier, in dessen Begleitung der König zu Elisa gekommen war, hatte der König zum Stadtgott geschickt, um dort die Ordnung aufrechtzuerhalten. Doch er wurde vom Volk zu Tode getrampelt. Das Volk hat gehört, wir können Essen holen. Das Tor ist auf, die sind rausgesäckelt. Der Offizier hat sollen, gehen Ordnung sorgen und ist dann zu Tod getrampelt worden. Gut, warum die Geschichte? Wir lesen in der Bibel, dass der Schreiber nochmal alles wiederholt. Dass der Offizier nicht Glauben geschenkt hat an Elisa. Wir lesen in der Bibel, dass der Offizier sich widersetzt hat an der Prophezeiung von Elisa. Und wir lesen noch einmal wiederholend, dass der Elisa ja zu ihm gesagt hat, du wirst es am nächsten Tag nicht erleben, das Wunder. Und genau so war es. Bevor er das Essen sah, wo die 4 Leprakranken entdeckt haben, ist er gestorben. Warum? Weil er das Wort von Gott kein Glauben geschenkt hat. Und ich glaube, so werden auch wir ganz viel Segen in unserem Leben verpassen. Nur weil wir vergessen haben, was Gott uns verheißen hat. Darum möchte ich dir ermutigen, vergiss nie, was Gott dir versprochen hat. Schreib es auf. Erinnere dich immer wieder daran, was Gott dir verheißen hat. Heb dich fest an dem, was Gott dir versprochen hat. Und dein Glauben und dein Festheben wird Wunder in Bewegung setzen. Und vielleicht ist es manchmal nur ein Schlärpeln, wie bei diesen Leprakranken. Aber es reicht, ein Unterwegssein und nicht aufgeben und nicht aufhören zu glauben. Und das Wunder wird passieren. Vielleicht nicht immer so, wie wir uns vorgestellt haben. Vielleicht nicht immer genau so, wie wir uns ausgemalt haben. Die Mutter ist Mutter geworden. Nicht so, wie sie gedacht hat, aber sie hat Kinder können adoptieren und ist heute eine glückliche Mutter, weil sie an diesen Verheißungen festgehalten hat. Ich will schliessen, eigentlich ist es zu vergleichen wie mit einem Kind sein. Wir lesen in der Bibel, wie Jesus sagt, wir sollen werden wie Kinder. Unser Glaube soll sein wie der Glaube von Kindern. Weil Kinder glauben. Wenn der Vater etwas sagt, dann glauben sie. Und sie haben sich auch an dem fest. Ich kann mich besinnen, wenn ich als Vater oder meinen kleinen Kindern etwas versprochen habe. Etwas haben sie nie vergessen. Das ist das, was ich ihnen versprochen habe. Papi, du hast gesagt, heute Abend gibt es Klasse. Aha. Ja, das habe ich gesagt, als Mami noch nicht da war. Jetzt habe ich es vergessen. Nein, Papi. Ich nicht. Jetzt gehen wir Klasse. Der Punkt ist, ich liebe Kinder und auch gerade ihren Glauben. Zum Beispiel, wenn ich meinen Kindern erzähle, wir werden in den nächsten Ferien in ein Land fliegen, wo ihr schon lange herfliegen wollt, werden sie nicht sagen, ja, Papi, aber zeig mir die Buchhaltung, um zu schauen, ob wir das vermögen. Sie werden auch nicht sagen, ja, Papi, das ist ja mega genial, aber zeig mir deine Agenda, ich will schauen, ob du Ferien eingetragen hast. Sie werden das nicht sagen. Weil meine Kinder werden nur sagen, ja, genial, Papi. Ihre Frage wird höchstens sein, ja, wann gehen wir? Wenn ich ihnen sage, dass wir in ein Restaurant oder schon lange gehen, fragen sie nicht, vermögen wir das? Kinder glauben, wenn die Eltern etwas sagen. Und ich glaube, genau gleich dürfen wir wieder anfangen glauben. Wenn unser Vater uns immer etwas verspricht, wenn Gott sagt, ich will dich dort verändern, ich will dich dort heilen, ich will dich dort weiterbringen, ich habe einen Plan für dein Leben und ich will schlussendlich alles, alles, was du in deinem Leben erlebst, zu deinem Besten wird dienen, dann ist das eine Verheißung, wo wir daran festhalten dürfen, wo wir daran glauben dürfen.
Und wir dürfen morgen aufstehen. Und auch wenn es noch nicht so aussieht, dürfen wir sagen, aber du, Gott, hast gesagt, alles wird schlussendlich zu meinem Besten dienen. Das ist das, was in der Bibel steht. Aber du, Gott, hast gesagt, wer für mich, wer für Gott ist, der wird Gott alles immer wieder vorausgehen. Er wird den Weg bereiten, er wird vorausgehen und alles so parat legen, dass ich schlussendlich Segen und der Sieg drinnen kann decken und sehen. Und dir, meinem Gott, will ich wieder glauben, will ich wieder vertrauen. Erinnere dich an die Verheißungen. Jesus rief ein Kind, stellte es in der Mitte und sagte, ich versichere euch, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht ins Himmelreich kommen. Vielleicht könnte man dann mal sagen, wenn ihr nicht umkehrt, wo euer erwachsenes Denken, euer manchmal schon realistisch prägtes Denken, nicht von anfangen loslassen. Und nicht wieder von anfangen glauben und vertrauen. Meine Verheißungen wie ein Kind, dann werden die Wunder verpassen. Heute uns ermutigen, packen wir die Wunder. Erwarten wir Wunder. Erwarten wir, dass Gott für uns ist. Und erinnern wir uns immer wieder an all die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat.